und willkommen zur schönen kleinen zweiten Silvester-Vorbereitungsfolge. Und ich habe jetzt ungefähr, ich weiß nicht wie lange, versucht, einzelne Raketen hier in dieses Ding reinzuwerfen, aber das dauert ewig. Und dann ist mir eingefallen, Moment mal, was mache ich ja eigentlich? Für was gibt's denn Maschinen, die das für mich erledigen können? Warum verbrauche ich denn so viel Zeit mit diesem Unfug? Und da habe ich mir gedacht, jetzt fangen wir die Folge an und jetzt bauen wir eine Silvesterkanonenbefüllungsmaschine oder so. Ich nenne die jetzt einfach so. Eine Silvesterkanonenbefüllungsmaschine bauen wir jetzt. So. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Energie. Wir brauchen Produktion. Wir brauchen Förderbänder, ganz genau. Eigentlich brauchen wir, glaube ich, doch, wir brauchen noch was anderes. Aber wir brauchen jetzt vor allem Förderbänder. Jetzt die Frage, in welche Richtung gehen diese Förderbänder? Ich würde jetzt mal behaupten, dass das in die Richtung läuft. Also baue ich jetzt hier hinten mal eins hin. Nein, jetzt wisst ihr was, ich habe eine viel bessere Idee. Ich fange an mit einem, lass mich kurz schauen, lagert Objekte, die von einem Förderband transportiert werden. Genau, wir nehmen hier so einen Vakuumsauger, den wir zwar nicht zum Saugen benutzen, aber zum Liefern. Und daran, vorne ran, kommt jetzt ein Förderband, ganz genau. Und noch eins bitte, lieber Editor. So, brauchen wir noch eins vielleicht? Nein, eigentlich nicht. Das Ganze muss jetzt nur ein bisschen weiter... Oh, verdammt. Da habe ich jetzt wieder natürlich nicht dran gedacht. Oh, da habe ich jetzt was angerichtet. Dadurch, dass ich den bewegt habe, ist jetzt alles, was drin war, rausgefallen. Was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber ich wollte den ja eigentlich nur ein bisschen verschieben. Und jetzt muss ich hier erstmal nochmal aufräumen. So, ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt noch brauchen. Oder aus, naja, aus Traditionsgründen. Also, alles wieder aufheben. So, und wisst ihr, warum das Ganze so lange gedauert hat? Ich kann es euch gleich nochmal demonstrieren. Das ist nämlich echt doof. So, okay. Das passt. Ich glaube, das passt. Versuchen wir es mal. Weil... Die Sache ist nämlich die, ich stand die ganze Zeit hier und musste dann Raketen fallen lassen. Aber jetzt kann ich natürlich nicht alle auf einmal fallen lassen, weil wenn ich das mache, dann fällt eine Rakete runter, die alle 152 beinhaltet. Nein, ich muss quasi auf fallen lassen gehen, muss dann hier nach ganz hinten gehen und kann dann eine fallen lassen. Und das Ganze muss ich wiederholen und wiederholen und dann muss ich die Raketen einzeln nehmen und da reinpacken und das dauert einfach ewig. Deswegen jetzt hier die Maschine. Vielleicht packen wir den doch mit rein. Ich bin mir noch nicht sicher. Es ist schon immer lustig, oder? Es war schon lustig am Ende von Nuka World. Diese... Ich fand's lustig. Diesen Silvester-Dummy, der traditionelle Raumfahrer, den wir ins All schießen mit unserer Kanone. Aber ich kriege gerade die Treppe hier nicht hoch. Jetzt komm doch mal. Stell dich nicht so an. Bitte. Los jetzt. Komm schon. Schaffen wir. Jawohl, komm aufs Förderband. Aufs Förderband mit dir. Wunderbar. So, und jetzt stecken wir hier nämlich die ganzen Raketen rein und auch die Teddys von mir aus, weil der die jetzt einzeln raushauen kann. Das ist der große Vorteil von dem. Der kann die in Einzelobjekte. Im Grunde, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber man kann mit solchen Dingern halt im Grunde perfekt Stapel in Einzelteile umwandeln. Das ist echt ganz gut. Okay, wir brauchen Energie. Und ich baue, weil ich faul bin und weil ich nicht weiß, wie viel wir brauchen und weil er schön leise ist, einfach hier einen Fusionsgenerator hin. So. Verbinden wir den Fusionsgenerator hier mit dem Ding. Und jetzt dürfte das Ganze auch schon laufen. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ob die Dinger tatsächlich vorne in dem Trichter landen. Oder ob ich da noch irgendwie rumtüfteln muss. Oh, das sieht gut aus. Mal schauen, ob die anderen auch... Ja. Ja, perfekt. Der wird jetzt aufgefüllt. Da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Ich schau mal, dass ich den nochmal draufkriege. Der ist aber auch schwer mit seinen Roboterklamotten. Na komm jetzt. Hopp. Nein. Ach Mann. Rust Devil. Das ist eine große Ehre, aus der Silvesterkanone geschossen zu werden. Jetzt stell dich nicht so an.
Na komm schon, beinahe. Na komm, die Beine noch drauf. So, jetzt. Jetzt haben wir ihn. Oh, Hilfe. Aber er ist reingefallen. Gut, wunderbar. Dann lassen wir jetzt die Kanone volllaufen. Wunderbar. Die Feuerwerksdinger, die müssen jetzt als nächstes befüllt werden. Ich habe ja schon ein paar Feuerwerkskörper. Aber wie machen wir das jetzt? Ich muss jetzt mal ein bisschen bei der Produktion mithelfen, glaube ich. Sonst dauert das Ganze zu lang. Ich nehme mir jetzt mal ein bisschen was von hier. So ungefähr die Hälfte von hier nehme ich mir jetzt mal raus. Ich bin so frei. Und auch hier die Hälfte des Klebers ungefähr. Und die Hälfte vom Stoff. Das ist der gute Stoff. Okay. Und jetzt bauen wir eine Chemiewerkbank irgendwo hin. Und dann helfe ich mal ein bisschen mit bei der Produktion, bei der Feuerwerkskörperproduktion. Die ersten fallen schon wieder raus. Ich muss die mal schon wieder ausleeren hier. Der ist überhaupt nicht in feierlicher Stimmung, der Supermutant. Oder vielleicht feiern Supermutanten so. Das ist vielleicht einfach so ein kulturelles Missverständnis. Wenn er sagt, hau ab, Arschloch, meint er sowas wie, hey, schönes neues Jahr. Bei Supermutanten ist das halt alles ein bisschen anders. Darf man nicht missverstehen. So, komm mal her, Terminal. Terminal? Pyrotechnik-Walzwerk. Da machen wir jetzt Pfingstrosenblau. Wunderbar. Und gegenüber machen wir jetzt Pfingstrosengrün. Wunderbar. Und ich gehe jetzt nochmal hoch. Zu unserer Abschussvorrichtung. Werkbänke, bitte. Halt, stopp, hier. Eine Laborstation. Ganz genau. Okay. Herstellen. Und zwar Nuka-Atombombe. Aha. Ich bin bestimmt schon dran vorbei, oder? Feuerwerk, da haben wir es. Dann mache ich jetzt mal rosa. Und zwar sehr viele davon. Bauen wir einfach mal. Ich drücke jetzt einfach mal ein bisschen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie viel ich dann mache, aber ich mache einige. Na gut. Bauen wir jetzt mal. Schade, ich glaube die Zeit. Ich weiß nicht, ob die Zeit überhaupt jetzt wirklich vergeht, während ich hier an der Werkbank bin. Aber ich glaube schon. Doch, der da hinten zeigt es an. Ein bisschen in Zeitlupe das Ganze. Aber die Maschine produziert jetzt auch weiterhin Faschingskörper. Oh Gott, was rede ich denn? Feuerwerkskörper, während wir hier welche produzieren. Na gut, machen wir das mal ein bisschen. Warum denn nicht? Ach ja. Silvester steht vor der Tür. Schon wieder ein Jahr rum, oder? Es ist unglaublich. 2017. Wir sind jetzt schon so in der Zukunft, dass es verrückt ist. Schaut euch mal die ganzen Filme aus den 80er, 70er Jahren an. Da sind wir teilweise schon deutlich drüber hinausgeschossen und technologisch immer noch hinten nach. In vielerlei Hinsicht. Tja. Wir sind ja wirklich... Naja, da haben wir... Ich glaube... Wir haben noch ungefähr 100 Jahre oder sowas bis zum Kirk-Zeitalter, bis zum Star Trek der ersten Serie, oder? Ich glaube, das spielt irgendwann erst so 100 Jahre von jetzt weg. Aber zurück in die Zukunft oder sowas sind wir schon dran vorbei. Wir haben keine selbstbindenden Schuhe, keine Kleidung, die sich selber trocknet oder die Größe anpasst. Wir haben keine richtige Hologrammtechnologie. Wir haben keine Hoverboards, keine fliegenden Autos. Wir haben keine Mini-Pizzen, die in der Mikrowelle in 10 Sekunden gigantisch werden. Dafür haben wir Computer. So diese Computertechnologie und diese Smartphones und sowas haben ja nur sehr wenige Science-Fiction-Werke
erahnt oder prognostiziert, zumindest ansatzweise vielleicht, aber nicht so, wie es in Wirklichkeit gekommen ist. Da sind wir im Grunde der Science-Fiction-Literatur um einiges voraus. Das hätte wahrscheinlich keiner gedacht, dass das so krass, so schnell geht. Na gut, andererseits gibt es dann auch wieder so Science-Fiction-Werke, wo in unserer Zeit schon irgendwelche KIs, Skynet und sowas bei Terminator und sowas, der wird ja schon irgendwann, ich glaube, noch in den 90ern, oder? Da geht die Welt 97 unter wegen Skynet. Wenn ich mich nicht irre. Tja. Naja, so weit, so schnell sind wir doch nicht. Aber eben diese Smartphones, dass jeder Mensch einen echt eigentlich Hochleistungscomputer in der Hosentasche mit sich rumträgt, das hätte vermutlich wirklich keiner gedacht. Das ist ziemlich verrückt. Aber in vielerlei anderer Hinsicht sind wir leider ziemlich hinten nach. Na gut, rot, Rosen, Rosenrot, was haben wir gemacht? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Dann mache ich noch mehr. Gut. Warum denn auch nicht? Jetzt schauen wir mal, wie viel wir haben und befüllen mal unsere Werfer. Ich will ja schon wirklich richtig viel Feuerwerk in den einzelnen Dingern haben, damit es auch ein bisschen anhält und cool ist und so. Aber jetzt befüllen wir mal, während unsere Fabrik die nächsten herstellt, die weiteren herstellt. Ich speichere lieber mal. Ihr wisst ja, abstürzen und sowas. Man kann nicht oft genug speichern. Kann jederzeit vorbei sein. Oh, die Kanone geht schon langsam über. Ist etwa echt schon alles ausgeliefert? Tatsächlich. Alle 100 Raketen und ein paar Teddybären sind jetzt da drin. Da freue ich mich schon drauf, das loszufeuern. Das müssen wir fast in zwei Schichten machen. Da müssen wir fast tagsüber das hier abfeuern und dann warten wir nachts Feuerwerk. Okay, dann können wir, glaube ich, das Ganze hier eigentlich schon wieder abbauen, würde ich sagen. Weil das Ding ist auch gut voll, also das brauchen wir, glaube ich, alles nicht mehr. Den Generator behalte ich gleich mal, den können wir dann gleich da drüben benutzen. Das mache ich jetzt nämlich folgendermaßen. Da bauen wir zwei separate Hebel, zwei separate zwei separate Schalter. Genau. Ja. Den hier und den hier. Bist du auf an oder auf aus? Das wissen wir erst, wenn wir ihn mit Strom verbinden, glaube ich. Der ist jetzt auf aus, genau. Wunderbar. Dann machen wir den auch noch aus. Ah, da liegen sogar noch ein paar Teddybären am Boden. Die haben nicht mehr ganz reingepasst. Aber ist schon okay. Gut, dann verbinden wir das mit dem. Ah, sollten wir den Computer noch dazwischen schalten? Ich glaube schon, damit wir sowas wie... Ich weiß nicht, ob es da sowas gibt wie Stärke oder Frequenz, Schussfrequenz. Warte mal, ich baue schnell einen Computer dazwischen. Ein Terminal. Nur bei dem... Ja, doch, eigentlich für... Nee, okay. Lassen wir die Feuerwerksabschussstationen im Standardmodus. Da verändern wir nichts. Die haben, glaube ich, eine gute Frequenz von einer Sekunde oder sowas. Ah, da kann ich eh nachschauen. Okay, genau. Nee, lassen wir den Timer, wie er ist. Das ist okay. Und bei dem Schrottmörser... Abschusskraft. Die Abschusskraft stellen wir auf 10. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber jetzt ist es passiert. Kann man nichts machen. Bin ich gespannt, ob alles abstürzt, wenn wir das dann tatsächlich abfeuern. So, kann ich jetzt noch was einstellen? Halt, das haben wir schon. Und den Feuerwinkel, der soll 0 Grad betragen. Genau gerade raus. Gerade in die Luft schießen, damit es dann überall Raketen regnet. So, und jetzt befüllen wir mal die einzelnen
Dinger hier. Fangen wir mal mit dem ersten an. Wie viel packen wir denn in jeden rein? Und wie viel haben wir und wo sind die überhaupt? Sind die bei Hilfsmittel? Nein. Wahrscheinlich sind die doch irgendwie bei Schrott, aber auch nicht, ne? Bei Munition etwa? Sind die etwa bei Munition? Wenn das so ist, ich muss mal kurz durchschauen. Wenn das so ist, müssen wir nämlich unsere Munition mal ausleeren. In irgendeine Kiste räumen, weil sonst suche ich da immer ewig. Aber ich sehe hier jetzt eh keine. Wo sind die dann? Bei Waffen werden die ja wohl nicht sein. Bei Kleidung schon gleich gar nicht. Bei Hilfsmittel, ja, das ist irgendwie noch möglich vielleicht, aber nö. Bei Diverses, oh Gott, bitte nicht bei Diverses. Leute, ihr könnt ihr doch nicht zu Diverses packen. Sind die echt bei Diverses jetzt? Ja, die sind bei Diverses. Das ist ein bisschen sehr bescheuert, finde ich. Okay, machen wir mal 50. Ich glaube, wenn wir 50 in jedes von den Rohren packen, dauert das Feuerwerk eh ewig. Also ich meine, wenn jetzt eine Sekunde Standardeinstellung ist, ich weiß es nicht, dauert das Ganze dann fast eine Minute. Ja, ist okay. Ah, unter Diverses, da könnte ich mich ärgern. Warum packen die das bei Diverses rein? Die Kategorie, die komplett übergeht mit allem möglichen Scheiß. Genau da packen die rein, damit man sie ja nie findet. Ach so, es nervt mich wirklich. Das ist einfach echt bescheuert. Da haben die wieder überhaupt nicht mitgedacht. Die haben in ganz vielen Punkten bei dem Spiel leider nicht mitgedacht, muss man sagen. Ist wirklich so. Ist nicht böse gemeint, aber ist so. Ist so. Ist einfach so. Warte mal, wir können vielleicht ein bisschen... Wir können mal versuchen, sortieren wir mal... Ah, Quatsch. Sortieren wir mal... Nach Wert. Nach Wert. Die Feuerwerkskörper werden doch einen Wert haben. Aber da kommen erst die ganzen Magazine und so. Boah, das ist eine lange Liste. Das lohnt sich nicht. Selbst wenn die einen Wert haben, macht das keinen Sinn. Dann nach Gewicht. Das macht vielleicht Sinn. Vielleicht wiegen die wenigstens was. Da muss ich nochmal ganz hoch scrollen. Dann erfahren wir es nämlich. Weil hier hat alles null Gewicht. Schaut, das meine ich. Die Kategorie ist so überfüllt. Das ist einfach bescheuert. Okay, aber tatsächlich. Wir haben ja alle Feuerwerksgeschosse mit null Gewicht. Na, dann haben wir aber Glück, dass die ganz oben sind. Aber die haben 0,0 Gewicht und deswegen noch irgendwie mehr wie null. Oder so. So, 50 Goldpalmen. Pammeln. Rein damit. 50 Goldpalmen. Fast. 49. Reicht ja auch. Also, wieder auf Diverses. Wieder sortieren. Nein, wieder sortieren nach Gewicht. Ah, und dann sind wir wieder... Nee, sind wir nicht. Ist schon gut. Okay, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Pfingstrosen. 50 Stück. Nächstes. Rosa, 50 Stück. Moment, so. Dann. Oh, ist das jetzt nervig, finde ich. Aber hilft ja nichts. Pfingstrosenrot. Moment. 50 Stück. So, zweimal hier, nee, dreimal hier, zweimal da. Wenn ich das mal drin habe, glaube ich, geht's schon um einiges schneller. Silberpalmen. 42 plus 2 von denen haben wir auch 50 Stück. Dann 1, 2, 3. Nein, das gibt's doch nicht. Verändert sich die Zahl jedes Mal. Nee, Quatsch, kann sich nicht verändern. Das ist Blödsinn. Ich vertue mich irgendwie. Ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe. Aber das kriegen wir schon hin. 50 Stück. Ihr könnt jetzt alle daheim mitschreien, wenn ich das sage. Immer wenn ich sage 50 Stück, dann könnt ihr mitschreien wie 50 Stück. Wie in so Kinderserien machen wir das jetzt. Und dann sortieren wir das Ganze hier auch nochmal nach Gewicht. Und dann packen wir da rein. Nicht 20 und nicht 40, sondern 50 Stück. Ja!
Und dann hier nochmal auf Diverses, nach Gewicht sortieren. Pfingstrosenrosa. Und 50! Yay! Ach Mann, ich bin jetzt schon genervt davon. Ich wäre kein guter Kinderserienmoderator, glaube ich. Ich würde mir selber so dermaßen auf die Nerven gehen die ganze Zeit. Ich gehe mir ja jetzt schon auf die Nerven selbst die ganze Zeit. Ich kann meine eigenen Let's Plays nicht gucken, weil ich mir so auf die Nerven gehe. Es ist echt ganz komisch. Ich habe mich immer noch nicht wirklich dran gewöhnt, mich selbst zu hören. Ich finde es immer noch unangenehm, meine eigenen Videos zu hören. Von der Stimme her geht es jetzt schon ein bisschen, aber dieses Special, das ich da gemacht habe, dieses Q&A, in dem man mich dann auch sieht, das ist ganz komisch, das ist ganz unangenehm. Was ist denn hier? Warum schwebt denn hier so ein Brett in der Luft? Why? Weg damit. Komisch. So, wir brauchen mehr Feuerwerkskörper. Ich hoffe, unsere Feuerwerksfabrik war fleißig. Ein einfaches Leben ist das nicht. Ja, war schon relativ fleißig, kann man nichts sagen. Produziert da irgendwie nichts mehr auf der Seite? Doch, okay. Braucht irgendwie alles nur ein bisschen länger. Kannst du nicht irgendwas tun? Nein, ich kann nichts tun. Müsst euch selber um euer Essen kümmern. Ja? Ich kümmere mich um Feuerwerk und Geschenke. Ihr kümmert euch um Essen. Das war der Deal von Anfang an. Wenn ihr euch da nicht dran halten könnt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Unverschämtheit. Immer soll ich... Alles soll ich alleine machen. Alles muss ich immer machen. Die können überhaupt nichts machen. Die gehen mir auf die Nerven. Ich hasse die. So. Also. Mal schauen. Packen wir mal ein bisschen Reste rein. 37 davon. Dann sind wir bei 43. Dann sind wir bei 49. Und noch, da unten eine Rose. Da haben wir hier eine, die ein bisschen bunter ist. Ist ja auch nicht schlecht. So, 1, 2, 3, 1, 2 und 36. Hiervon plus 8, 44 und 6. Ein bisschen wenig, oder? Ich glaube, wir müssen noch mal... Sag mal, ich glaube, der verfolgt mich. Der geht mir überall hin nach und sagt die ganze Zeit, hau ab, Arschloch. Jetzt hau du mal bitte ab, du netter Ghoul, nette Ghoulin. Ich muss nämlich hier jetzt mal Feuerwerk machen. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber meins ist wichtiger. Also machen wir Feuerwerk. Was machen wir? Dann machen wir mal ein paar Knaller. Ich weiß ja nicht, ob Knaller cool sind, aber ich baue jetzt mal ein paar Knaller. Kann ja nicht schaden, so ein paar Knaller zu bauen. Ich baue jetzt auch nicht zu viele Knaller, weil Knaller sind vielleicht einfach nur langweilig. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Aber Knaller sind, glaube ich, doof. Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen. Ich überlege jetzt gerade, wollen wir jetzt gleich das Feuerwerk noch machen am Ende der Folge? Oder soll ich wirklich erst um Mitternacht ein Special hochladen? Mir ist schon klar, dass ihr das um Mitternacht auch nicht gucken werdet, weil ihr wahrscheinlich unterwegs seid, feiern, keine Ahnung, oder gemütlich mit der Familie, aber höchstwahrscheinlich nicht vor YouTube. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das Sinn macht. Was sagt ihr denn? Jetzt schon? Jetzt schon oder heute Abend als Special? Ich glaube, ich mache es heute Abend. Machen wir es heute Abend, oder? Ich würde fast sagen, beenden wir jetzt hier an der Stelle die Folge. Ich mache jetzt hier noch weiter, stopf alles voll, mache alles schön. Und heute Abend kommt dann ein kleines Silvester-Special, in dem wir einfach nur die Raketenkanone feuern und dann das große Feuerwerk starten. Und so gehen wir dann so ein bisschen in den Silvesterabend rein. Ich würde sagen, das kommt nicht zu spät. Nicht erst um Mitternacht. So gegen 10, würde ich sagen. Lade ich das hoch? Ja, machen wir das doch, oder? Ja, da gibt es jetzt dann um 10 heute ein kleines Silvester-Special mit Over-the-Top-Feuerwerk und so viel Raketen, dass wahrscheinlich die PS4 abstürzt. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich freue mich schon drauf. Ihr hoffentlich auch. Wenn ihr Let's Go Birdwriter unterstützen wollt, könnt ihr das auf sehr vielen verschiedenen, unterschiedlichen Wegen tun. Ihr könnt zum Beispiel auf Patreon vorbeischauen und da ein bisschen mithelfen. Wenn ihr aber kein Geld ausgeben wollt, ist das auch vollkommen okay. Ihr könnt auch einfach
einfach dieses Video hier liken und den Kanal abonnieren. Das hilft mir schon sehr stark weiter. Ihr könnt Videos von mir, die euch besonders gut gefallen, auf euren sozialen Netzwerken teilen, damit sie andere Leute sehen. Das hilft mir auch schon wirklich weiter. Und einfach nur über mich reden, Werbung machen und so ist auch schon cool. Und es war noch, ich vergesse immer irgendwas. Irgendwas soll ich euch immer sagen, aber ich vergesse es dann immer. Ach Mensch, was waren das gleich nochmal? Ich mache jetzt noch ein paar Silberpalmen hier, während ich überlege. Irgendwas war noch. Ach ja, genau, die Adblocker. Ich vergesse immer über Adblocker mit euch zu reden. Es wäre nämlich echt cool, wenn ihr eure Adblocker deaktiviert, während ihr meine Videos guckt, damit euch Werbung wird. Ich weiß schon, diese Werbung ist ein bisschen nervig, aber es sind ja immer nur 3 Sekunden oder 5 Sekunden, dann kann man die überspringen. Ich kann aber quasi nur so wirklich was verdienen über YouTube. Ohne Werbung kriege ich überhaupt nichts dafür. Und das Ganze ist halt echt teuer und auch zeitaufwendig. Und da würde mir das schon sehr helfen. Genau, es würde mir wirklich sehr helfen, wenn ihr einfach nur eure Adblocker vorübergehend deaktiviert und auch die Scriptblocker, die ihr eventuell habt. Mehr erwarte ich gar nicht, aber das wäre wirklich sehr cool von euch. Das würde mir schon helfen. Manchmal wird euch dann trotzdem keine Werbung angezeigt, das ist ganz normal, aber meine Videos ohne Adblocker gucken, wäre wirklich gut, wäre wirklich wichtig für mich. Na gut, jetzt aber wirklich, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann heute Abend oder wenn ihr es dann am nächsten Morgen nachguckt, ist auch okay. Also, bis dann, macht's gut, ciao.